Druckregelung. So viele Knöpfe. Was muss ich tun? Ein Zettel, erstmal lesen. 31. August 1899. Kinder sind wirklich die wunderbarsten, nützlichsten Kreaturen, die man sich vorstellen kann. Die Unglücklichen vom Waisenhaus haben sich für die Reinigung der größten Dampfrohre als unverzichtbar erwiesen. Das Material vom Schlachten schien zwar der Quelle tatsächlich zu vaporisieren, schwebt aber wie Staub durch die Luft und lagert sich in den Rohren ab und verunreinigt sie. In regelmäßigen Abständen schalten wir deshalb den Druck ab und schicken unsere kleinen Kobolde in die Rohre, um dort die Fettablagerung abzuschrubbern. Und so marschieren unsere kleinen Entdecker in die Dunkelheit, bewaffnet nur mit einem gekürzten Besen. Sie müssen sich aber beeilen, denn der Druck könnten wir natürlich nur für kurze Zeit unten halten. Ansonsten riskieren wir die Gefahr, sie gefangen in die Rohre von den überhitzten Dämpfen gekocht zu werden. Wenn sie zurück im System strömen, in solchen Fällen müssen wir hinterher ihre Kameraden hineinschicken, um die abkühlende Sauerei zu beseitigen. Von den Überlebenden weiß ich, dass man über die Rohre jeder erdenklichen Ort im Komplex erreichen kann. Ich lächelte und sagte ihnen, dass ich sehr stolz sei. Und dann verfütterte ich sie an die Schweine. Toll. So, was kann ich hier tun? Gar nichts, oder was? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Oder muss ich wieder zurück? Ich weiß gar nicht. Guck mal eben. Trollfine, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Hallöchen. So, hallo? Nein. Hier muss ich nicht hin. Oder muss ich hier hin? No. Aber was muss ich denn tun? Hui, ich kann mich auf der Leiter drehen. Juhu. Das muss man echt mal ausprobieren. Aber hier gibt es doch sonst nichts, oder? Habe ich einen Knopf übersehen? Das Rad sieht mir so verdächtig aus. Aber das gab es, glaube ich, auch schon überall. Ja, in dem Hebel kann ich auch nichts tun. Ah, guck mal hier, die Sicherung. Ich schalte diese Kackmaschine einfach ab. Und fertig. Reicht das jetzt? Muss ich noch irgendwas tun? The Unholy Bastard! Kann ich jetzt hier lang gehen? Ah, ich kann jetzt hier lang gehen. Achso. Ah, cool. Hallo? Der Teddy! Willis Hertz.
A cleansing fire always burns, little Mandus, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Foot? Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me! Er hat Foot gesagt. Foot, Foot. Ich sehe nichts. Ich habe auch keine Lampe mehr. Ich kann die Lampe nicht aktivieren. Kommt immer so unerwartet. Wo sind wir denn jetzt? 1. Dezember 1899. Ein Löffel Medizin, sagte ich. Und es ist ein Silberlöffel, den du schon bei der Geburt hielst. So war es für Mama noch schmerzhafter, aber du hielst ihn so krampfhaft fest in den kleinen, schreienden roten Faust. Später hast du versucht, im Garten mit dem Löffel ein Loch nach Mexiko zu graben und dann hast du mit deinem Löffel Würmer gegessen, um dich zu nähren. Das war derselbe Löffel, den du den Zwillingen gabst. Und dann grabst du mit ihm ein Loch und was? Ihre Uhrwerkseelen und aßt ihr Herzen unterwegs wie Suppe, um dich zu nähren. Mein dicker kleiner Maulwurf, wohin willst du als nächstes graben, fragte ich dich. Und dein kleiner silberner Löffel, gemacht aus einem Silberrückgrat deiner Kinder, eingewickelt in die Haare deiner verleiblichen Geliebten. Oh mein Gott, Lilibeth, mein Liebling, was ist aus mir geworden? Wo muss ich... Oh, was ist das denn hier? War ich nicht! Was? Nein, hab ich nicht. Ich hab nicht ans Rohr gezogen. Er hat Rohr gesagt, einfach so. Ich weiß, es ist gerade sehr dunkel, aber ich versuche... ...ungesehen zu bleiben. Weil ich habe die Vermutung, dass hier noch irgendwie etwas rumläuft. Na, zieh das... Wieso kann ich das... Ah, doch. Es ist so laut. Ach, ich muss die Rohre... Ach so, okay. Ich glaube, ich muss die Rohre da reinbringen. Kann das sein? Oh Gott, wenn ich die jetzt alle wiederfinden würde. War das jetzt hier? Hier war das, ne? Vier Stück müssen wir davon finden. Nee. Hä? Ist das nicht richtig? Hallo? Was ist das denn hier?
ist das laut. Nee, das ist nicht richtig. Hä? Warte, ich lese mal eben das Tagebuch, was da steht. Druckregler. Eine Art Dampfregler. Ich wette, ihn ausschalten zu können. Durch den sprunghaften Anstieg der Druck, Schäden anzurichten. Zur Erzwingung eines vorübergehenden Stillstands der gesamten Maschine. Sicherlich ausreichend. Dadurch sollte der Dampfdruck dann fallen. Ob Mendus durch gerissen... Was? Du gerissener alter Sack. Ich kann dich fühlen. Ich weiß diese Schrecken, dieser Trauer, dieser Betrug zur Raserei aufkochen. Ich werde nicht aufhören. Ich werde niemals Sklave sein. Wenn die Maschine ein Erbstück ist, so bin ich der Übermensch. Ah, okay. Vielleicht müssen wir noch so zwei Rohre finden, um die auszuschalten. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob dieser Typ hier rumläuft. Okay, oben kommen wir noch nicht lang. Da müssen wir bestimmt später hin. Hier waren wir schon, ne? Genau. Aber wo ist noch so ein Ding? Hier ist nichts. Hier waren wir auch schon. Ja, und hier ist nur das hier. Hä? Oder muss ich es einschlagen? Nee, ne? Oh, wir haben Besuch. Guck mal da hinten. Hallo. Ciao. Lauf, 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 lauf. Alter. Aua, Alter, aua. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung, kann das sein? Alter, aua. Wo ist die Tür hin? War hier nicht gerade noch eine Tür? Alles für ihre Rettung. Du nutzt meine Eingeweiden. Wir lassen dich für immer fliehen. Du schlitzt die Kehle auf, blutest das Schwein aus und entlässt sie in ihre Starre, damit du deine Art bereist. Ich frage mich, ob wir überhaupt in der Realität sind und ob das nicht ein großer Traum ist, den wir gerade leben, durchleben. Zumindest ein Albtraum oder so. Und dass unsere Kinder schon lange gestorben sind und wir damit nicht klarkommen und wir immer und immer wieder denselben Traum durchleben. Hallo Framerate, schön, dass du da bist, danke.
What the fuck? Wir sind draußen, ne? Oh. Entschuldigung. So. Ich fühle mich so allein. Alter, was geht hier ab? Ist hier gerade Silv... Oktober 1899. Niemand vermisst die Armen. Treiben ein paar Waisen zusammen, um die Welt wird dafür danken. Lass eine Hure verschwinden und der Applaus eines Gentlemans ist sicher. Bring einen Bettler zur Strecke und eine Lady ist wieder sicher unterwegs. Ich habe sie. Ich habe sie mehr als alle anderen. Dieses Privileg, dieser Überheblichkeit, dieses sogenannten Anführer. Diese Säulen der Gesellschaft, dieses Reichen und Überspannten. Sie mögen ihren Schmutz zwar innerlich tragen, aber trotzdem sind sie nicht weniger schmutzig. Oh, ich habe Pläne für sie alle. Wir werden sie näher und dann werden wir uns an ihnen laben. Oh, die Musik war gerade so cool. Wo muss ich denn jetzt lang? Berner Street. Zeit zu lesen ist immer. 23. Dezember 1899. Ich starre mich im Spiegel an. Der Penis in meiner Hand. Mein Spiegelbild grinst mich an. Und sein Mund ist voller Schwefellust. Eitler Narr, spottet er. Du bist wirklich so viel anders. Glaubst du wirklich, deine bösen Taten sind schlimmer als der Rest von ihnen? Du bist nur ein schwacher Mann. Ein Punkt seines Zeitalters. Derselbe wie jeder andere. Dies ist das Reich, Schwachkopf. Dies ist... die tötende Dummheit, das natürliche Ergebnis des sozialen Darwiniums. Wenn du böse bist, dann ist die Welt böse. Du lässt das Blut halt auf der Straße laufen, anstatt im Armenhaus zu verbergen. Du hältst die Klinge und ziehst sie selbst durch. Du bezahlst keinen Handlanger dafür, dies für dich zu erledigen. Wo du es nicht selbst kannst. Wenn du böse bist, dann bist du zumindest aufrichtig böse. Und das allein macht dich zum Übermenschen. Und so wasche ich meine Hände und gehe ins Bett. Eine Tür. Ja. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich bin bei DHL. Sieht zumindest danach aus. So stelle ich mir das Lager vor. Die laufen alle mit Lampen rum, weil die Strom sparen müssen.
fuck, Alter, was geht hier ab? Nimm den Fahrstuhl! Nimm den scheiß Fahrstuhl! Nimm den scheiß Fahrstuhl! Dieses Spiel. Züchtung der Welt. Der sogenannten Verfahrens. Ich sah Hunger und Krankheit. Ich sah Müll im Hafen treiben. Wir ruinieren alles. Wir alle. Und wir verunreinigen die Welt. Gott. Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Der eiserne Butler. Alter, es ist so mega laut. Es ist so mega laut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was? Company? Company. Processing Company. Okay. But will they be free? Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The word. How will we save them? Show me. Worthy Mandus. Show me these good. I do not see them. Was? War ich nicht? Hab ich nicht gemacht. Nein. Hab ich nicht gemacht. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob das geht. Kann ich jetzt hier... Hä? Wofür kann ich denn jetzt hier... Hä? Wofür sind die Leiter dann da, wenn ich hier nichts machen kann? Okay... Also nur zur Sicherheit, um runter zu gucken, dass wir es auch kaputt gemacht haben. I destroy this machine. Welcome to my world. So. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Na 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 na. All this glory is pain. So. Aber hier war doch vorher kein Wasser, oder?
Okay, hier sind die Türen noch überall zu. Ich schau mal, ob wir hier irgendwo jetzt weiterkommen. Ah, hier, warte mal. Waren wir hier schon? Okay. Okay. Wo geht's denn da hinten hin? Ich habe keine Ahnung. Ich mache hier einfach irgendwie was und dann mal gucken. Irgendwie wird's schon richtig sein. Bin doch nicht bescheuert. Aua. Ach, hier war jemand. Ach so. Haben wir ihn erledigt. Alter, muss das immer so laut sein? Aua. Egal, es muss weitergehen. Ach, darf ich nicht mehr? Achso, okay. War es das jetzt? I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. I will destroy you. My great works are almost begun. I will destroy you. You little bastard. Wo ist der Ausgang? I need the exit. I need the key. So. Das sah jetzt aus wie ein Wohnhaus, wo wir jetzt hier sind. Das ist alles irgendwie sehr merkwürdig. Ich sehe nichts. Hallo? Wer schreit denn da? I am here again, at the foot of those stairs. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon has slipped through. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Warte mal, ich geh nur mal eben kurz gucken. Wo geht's denn hier hin? Den will ich mal nicht stören beim abendlichen Abendbrot. Apropos Abendbrot, ich muss Abendbrot essen. Ich werde das auch gleich Feierabend machen, weil wir haben jetzt schon 8 Uhr gleich. Aber ein bisschen will ich noch spielen. Alter, wie abgefahren das Spiel einfach ist. Wir sind alle Schweine. So ein bisschen... In einerseits hat das Spiel ja recht, ne? Wir sind ja eigentlich Schweine. Wir zerstören uns selbst, ne, quasi. In unserer eigenen Welt.
climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Wo sind wir denn jetzt hier? Ein Riesenraum, wo ich nichts sehe mit meiner Lampe, wo nur in der Mitte ein Fahrstuhl ist. Das wirkt vielversprechend. Und was wird uns da wohl erwarten? Das seht ihr in einer weiteren Folge. Das wäre jetzt gemein, ne? Ich weiß. Bin ich gemein oder bin ich nicht gemein? Nein, ich bin nicht gemein. Komm, wir gehen noch gucken. Geht nicht. Doch, geht. Und wieder nach unten. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen das Ding hat. Ich habe keine Ahnung. Ladebildschirm? Bestimmt. Mit Sicherheit. Ja. Der Schleier hebt sich. Die Braut wartet. Treibe ein paar Waisen zusammen und die Welt wird dir dafür danken. Lass eine Hure verschwinden und der Applaus eines Gentlemans ist dir sicher. Bring einen Bettler zur Strecke und eine Lady ist wieder sicher unterwegs. Den Spruch hatten wir vorhin schon in einer Notiz gehabt. Ich sehe gerade diesen Raum da. Auf diesem Bild da in der Mitte, dieser Block da. Der ist hier, glaube ich. Hier müsste das sein, oder? Ist das hier? Nee, da, da. Das ist der Raum, den ich meine. Dieser Raum. Von diesem Raum habe ich immer noch Albträume, seitdem ich das Spiel damals gespielt habe. Und ich glaube, der wird wahrscheinlich jetzt gleich kommen irgendwann. Ja, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, das ist das. Ja, ja. Das ist der. War das eine Notiz? Ah ja, stimmt, Tatsache. Ich dachte, das wäre die Karte. 25. Dezember 1899. Solltest du das hier finden, dann weißt du schon alles, was ich dir sagen würde. Du weißt bereits da, was du getan hast und was du jetzt tun musst. Ich entferne mich von diesen Tempeln, diesen kleinen Steinhaufen unter den Rohrdrüben. Dieser Schädel der Unschuld unter den losen Ackerschollen. Kopflose Brustkörbe, brutale und freisetzen ihre Blumen in zwei gerissen. Im kühlen Stein hinter den Altären. 3000 Meilen auseinander. Brr, ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück in uralten Stein geätzte Wasserablauf. Die Gifte sind schon in einer feuchten, in diesem verfallenen Wasser. Und in diesem Moment, als ich die Köpfe meiner Kinder auf meinen Handflächen wiegte, wusste ich plötzlich, dass ich rückgängig machen musste, was ich gebaut hatte. Auch wenn es kaum mehr als ein abscheulicher Traum war, diese Maschine war mein Werk und an mir ist es, sie zu erlösen und mich selbst auch. Das ist eine Nachricht an uns selbst. Und ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter.
bei Amnesia Machine of Pigs. Und es hat mich heute sehr gefreut. Es hat mir echt Spaß gemacht. Für heute machen wir jetzt Feierabend hier an der Stelle.